Koreatown stick-up crew's been using a parking lot as a base for scores. Kannst du ein bisschen höher damit zeigen? They're into extortion, credit fraud, stolen cars, and perfekt. Dankeschön. Major robberies. Oh nein, nein. Ich habe einfach nur einen gemacht, kein Problem. Alles klar, ich fahre dein Auto, ja? Nein! Nein! Da kann kein Katze reinkommen. Boah, vor allen Dingen, das Schlimmste ist. Peter, darf ich bitte in dein Auto einsteigen? Leute, im Ernst? Ja, das sagt nämlich. Achso, ich muss mit meinem eigenen fahren, weil ich darf nicht mit deinem Auto fahren. Nein, 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 Moment, das okay. Geht. Das krieg ich irgendwie hin. Ja? Okay, weil dahin steht mein Auto. Zugang. Jeder. Geht das jetzt? Ja, ich fahr nur kurz mit meinem Auto vor, damit du einmal mein Auto gesehen hast, okay? Okay. Das ist der R8 quasi? Ja. Ja, okay. R8 Spider. So. Alles klar, Peter. So, dann habe ich genügend Zeit, um alles anzugucken. So, ich darf nämlich vorstellen, wir spielen GTA 5. Mit wir meine ich natürlich der Magnificent Peter! Der beste Let's Player aller Zeiten! Oh, meine Wenigkeit. Nach dir! Oho! Das ist aber nur, das sagst aber auch nur du, glaub mir. Da gibt es genügend Kommentare, die jetzt was anderes sagen werden. Ich habe heute zum allerersten Mal GTA 5 gespielt. Sorry, Peter, dass ich ihn unterbrochen habe. Und ja, der gute Peter wollte mir helfen, sozusagen, um so ein bisschen in GTA reinzukommen. Ich bin Level 10, ich bin Low Level, kann eigentlich keine Haste spielen. Der Peter kann allerdings Haste spielen. Wow, gut Job, Peter. Wow, Peter, ohne Scheiß. Hey, ich habe mich Bus treffen lassen. Ja. Ja. Immer Busfahrer, ja. Das hat eine Geschichte, die er zu Hause erzählen kann. Und ja, also, ein verrückter Typ. Wir versuchen jetzt sozusagen einfach mal den Taste aus. So, Entschuldigung. So, jetzt können wir normal quali. Den ich allerdings das erste Mal ausspiele, muss ich. Wir müssen jetzt ein Fahrzeug stehlen. Das heißt, du musst gut schießen, Daniel. Okay, oder ist das stationär? You can do this however you like, as long as you're careful. If you're not careful, they'll clock you. Warte mal. Okay. They're meant to be on the top level of this garage on the north side. So, I see two ways of doing it. You go up the north ramps and hit them hard and quick, or you go up the south ramps, get in position and try to get the drop on them from cover. Then you can do it however you like. As long as it done. Du musst einmal G drücken übrigens. Dann ziehst du die Maske an. Jawohl. Okay, alles klar. Ne, eine Sache nämlich noch. Wir hatten nämlich gerade die Vorbereitungsmission gespielt zu dem Haste hier. Da sind wir aber die ganze Zeit nur hin und her gefahren. Das war für Peter. Hallo, die ist mega awesome, ja. Das ist okay. Mein Karabiner. Ich habe übrigens genau die gleiche, nur dass meine nicht pink ist. Ja, guck, dann habe ich ja schon die coole. Okay. Die Vorbereitungsmission gespielt und in der Vorbereitungsmission sind wir nur die ganze Zeit blöd rumgefahren. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, oder bisschen wäre ich mir zumindest so, fahren wir einfach mal das Video genau da an, wo sozusagen die Vorbereitungsmission zu Ende ist. Ja, wir müssen nämlich jetzt hier ein gepanzertes Fahrzeug stehlen von einer Koreanerbande. Damit wir nicht unser eigenes gepanzertes Fahrzeug nutzen müssen für den Coup und damit quasi. So, Moment, hier ist Deckung. Oh, und Überraschung! Wow! Wir haben uns auch gut abgesprochen und so. Auf jeden Fall. Ich hab den Premium gestartet. Zack, zack. Kein Problem. Go in hard, hieß es doch. Ach scheiße, jetzt muss ich immer zum ungünstigsten Zeitpunkt nachladen. Die Schweine werden jetzt noch alle, ja. So, genau den Wagen müssen wir uns klauen, ja? Das sieht auch so typisch aus, diesen koreanischen Wagen. Ja, Alter, guck dir mal die Windschutzscheibe an. Oh, oh, Peter, scheiße, ich bin ausgestiegen. Ich hab falsch Schatz gedrückt. Alles klar. Moment. Das, ja, genau, das Beschädigen des Fahrzeugs reduziert das verdiente Geld für die Raubüberfallvorbereitung. Okay. Sicher, dass du fahren möchtest später? Ach komm, krieg ich easy peasy hin. Ich mach hier gar keinen einzigen Unfall, okay? Ich zeige dir. Aber guck mal, wie häufig hier schon draufgeschossen wurde. Ja, genau. Oder wie häufig gegen die Wand gefahren wurde beim Runterfahren vom Parkhaus. Ey, bisher noch kein einziges. Aha! Lass mich in Frieden! Wow, wow. Wow. Guck. Nur einmal bisher. Perfekt. So, wo ist der Exit da? Okay, wir warten mal nicht auf die auf die Schranke. Alter, das Ding geht mega crazy mäßig ab. Oh, oh shit! Scheiße, ich komme total durcheinander. Ich habe gerade versucht nachzuladen während der Fahrt. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es nicht so gut funktioniert. Ich kann mich noch nicht mal rauslehnen aus der Karre hier. Oder kannst du irgendwie rauslehnen, Peter?
Was ist, wenn du rechte Maustaste drückst? Ja, dann guckt er nach hinten, aber dann irgendwann kommt so ein ausgegrauter Bereich, als wäre ich nicht nach hinten schießen könnte. Weil ich vermutlich nicht nach hinten schießen kann. Okay, das ist kein Problem. Oh, Feder! Wow! Ja, ey, ich wurde da reingedrängt! Natürlich! Wir kommen hier immer auf diese ganzen Kreuzungen irgendwie ganz komisch angefangen. Du kannst sie hinter uns nicht killen? Nee, gerade nicht. Alter. Ich habe auch nur so eine kleine Mini-Pistole, das ist das Problem. Und ich drücke okay. Die ganze Zeit R zum Nachladen und dann ändert er die Kamera so verrückt. Das ist ja gar kein Problem. Oh! Oh wow, Peter, ohne Scheiß! Oh. Jedes Mal, wenn man einen Unfall baut, verringert das... Oh ja, sollten wir lieber vorsichtig fahren. Ja, wir wurden beschossen und gejagt. Nächstes Mal darfst du fahren, damit ich mich darüber aufregen kann. Ich rede mich ja nur gerne darüber auf, dass endlich mal jemand anderes das Auto kaputt macht, wenn ich schuld bin. Aber könntest du das bitte reparieren? Ja, das wäre echt super, Mensch. Okay, I'll look after this. Les will come by your place when you're ready to go. Läuft gleich. Das heißt so, glaube ich, so viel wie sie lässt es reparieren. Super. Ja, stimmt. Cool. Ich habe sie durchschaut. Setup Punk. Okay, da kriegen wir jetzt wahrscheinlich... Oh, ich bin schon wieder nur Gold. Warum bist du Platinum und nicht Gold? Vielleicht, weil ich fahre? Du solltest gleich mal fahren. Okay, alles klar. Wie viel RP hast du gekriegt? 1800. Ich habe 2300 gekriegt. Wow. Ja, okay. Hat das irgendeinen Unterschied, weil du ein Low-Level bist? Vielleicht, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die anderen hier, David und Mayo, haben ja auch gerade Team Mission gespielt und die hatten ja irgendwie auch, glaube ich, bemängelt oder so. Ich glaube, dass einer Platinum und einer Gold bekommen hat. Ja, ich habe das auch im Hinterkopf, dass die das gesagt haben. Also... Vielleicht geht das gar nicht, dass beide Platin kriegen. Einfach nur, weißt du, das macht Rockstar absichtlich, damit so Zwist gestreut wird zwischen den Leuten. Das ist bestimmt so, weil du Host bist, so. Weil du bist Host, also bist du der bessere Spieler. Müsst du dir ja. Jetzt mal gleich Platin umgeben. Gut gemacht, gut genug. Du kannst ja nicht hosten. Was willst du machen? Ja, was soll ich tun? So? Du hast halt die Erfahrung, ne? Der lädt gerade bei mir ganz schön lang. Ja, bei mir übrigens auch. GTA macht keinen Quatsch. Sei brav und lieb zu uns, dann sind wir auch brav und lieb zu dir. Und ich habe nur so einen schwarzen Bildschirm und so einen klitzekleinen Ladebalken rechts unten. Geht weiter bei mir. Okay, ich drück die Daumen. Nein. Ich meine, gerade eben wurde mein Bild einfach schwarz. Ich hoffe, diesmal wird's besser. Ja? Okay. Komm schon. Warte! Komm schon. Warum, Peter, was ist los? Mach ich bin jetzt einfach in der Welt. Wie? Einfach so? Erstmal rülpsen, ne? Sorry. Quark. Ich bin auch einfach in der Welt. Ist ich bin normal? Nicht mal... Oh, ich bin hier an der Brücke. Nach dem Spiel erscheint eine Einladung zum nächsten Teil auf dem Telefon. Oh, okay. Hab ich die? Ja, hab ich sogar. Ich hab die Einladung mal angenommen. Wieso machen die das so? Das ist eigenartig. Vielleicht damit die Zeit überbrückt wird, wo das Auto repariert wird, so storytechnisch. Vielleicht, aber so kann man jetzt theoretisch wahrscheinlich auch die tatsächlichen Heist mit anderen Leuten spielen, als mit Vorbereitung spielen. Oder besser verkörpern. You've been making something of a name for yourself in our pleasant community of reprobates. I've got some business opportunities I'd like to discuss with you. If you're interested, swing by my house in Marietta Heights. Den tatsächlichen Heist jetzt mal. Oh, jetzt soll ich zu Lester fahren. Das ist tatsächlich mein Auftrag. Ja, aber join mal lieber mir. Okay. Und wenn du zu Lester fährst, dann kriegst du auch die Möglichkeit, die Dinger zu hosten. Aber ich bin noch gar nicht Level 12. Deswegen das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Das ist verrückt. Vielleicht musst du entweder Level 12 sein oder schon mal bei jemand anders in Heist gespielt haben. Stimmt, das kann sein, ja. Aber da haben wir alles umsonst gemacht gerade eben. Ich habe gerade extra gegrindet, bis ich Level 8 war oder so. Mit so fürchterlichen Missionen. Okay. Ja. Wie auch immer, Peter. Wie auch immer. Ja. Ich meine, Level musst du so oder so für Cash, also. Ja, eben. Krieg ich irgendwas anderes für die hohen Level, außer Waffen? Oder ist das alles? Du schaltest halt waffenfrei, du schaltest aber, du kannst nicht von Anfang an Flugzeuge und sowas besitzen. Das kannst du erst mit höheren Level. Und leisten kannst du dir sie natürlich erst recht schon mal nicht. Oh, Peter, du hast einen Schuss in der Brust. Ja, ist unangenehm. Ich hätte Untertitel anstellen müssen. Verdammt. Hast du nicht? Oh Gott, das ist natürlich jetzt blöd. Ich verstehe, was er sagt, aber das Problem ist, man kann nicht mitlesen, wenn wir da reinbabbeln gerade. Ja, das stimmt.
But new worlds will open up. Ich glaube, man braucht keine Untertitel, um zu merken, dass der Typ ein bisschen creepy ist. Ja, der ist mega creepy einfach nur. Vor allem kommt er überhaupt nicht zum Punkt. Der labert und labert und labert. Ich will einfach nur die Heist-Mission machen und fett abcashen. Vor allem, was hat Lester eigentlich mit diesem ganzen Heist zu tun? Warum ist der so ein Genie? Ach stimmt, du hast ja bisher noch gar nicht die Singleplayer-Kampagne gespielt, ne? Oh nein. Ja, da wird das erklärt. Ich will dich gar nicht spoilern. Okay. Falls du noch mal irgendwann dir gibst, weil die ist ganz cool. Ja, ich werde die komplett streamen. Ach so, ernst? Ja, so komplett von vorne bis hin. Aber auf YouTube vermute ich nicht, weil ich glaube, nicht viele Leute wollen die Story-Mission sehen. Ich babbel schon wieder rein, was Lester sagt übrigens. Der eine fährt und hält die Bullen weg und der andere geht in die Bank. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Wow. 115.000 ist schon ganz cool eigentlich fürs erste Mal. We all gotta start somewhere. Der Typ ist mega creepy. Was ist los mit dem? Good luck. Wild, mind-blowing orgies. Warte mal, kann ich da nicht noch irgendwas einstellen? Ich hab da vorhin gerade eine ganz... Guck mal da. Was ist das, Peter? Was ist das? Nee, ganz ehrlich, ich mach den Heist nicht mit dir. Du kannst nicht mal. Warte, ich guck mal kurz, ob ich das erinnern kann. Das ist die Tafel des Raumüberfall-Finales. Hier legst du fest, welchen Prozentsatz welches Teammitglied als Anteil bekommt, welche Rolle und welche Aufgaben jeder übernimmt und kannst die ihre Werte ansehen. Diese Tafel zeigt dir die Gesamtbeute des Raumüberfalls und wie viel jeder... Ja, das sehe ich. Ich bin nicht blöd. Ich kann lesen. Der Anführer hat standardmäßig einen größeren Anteil, da er kein Geld... Okay, habe ich jetzt doch nicht mehr gelesen, scheiße. Vermutlich hast du jetzt gerade ausgedacht oder so. Nee, da stand tatsächlich was. Glaube ich schon fast. Weil der irgendwie Geld bezahlen musste schon für die Vorbereitungsmission. Der Anführer muss immer quasi bei den Vorbereitungsmissionen in Vorkasse gehen. Okay. Und deswegen muss er nachher oder... Aber in diesem Fall gab es keine Vorbereitung, deswegen werde ich da sofort 50-50 draus machen. Ach, ganz ehrlich, scheißegal. Ich möchte eigentlich nur die Mission spielen, ist völlig egal, wie der Cut ist. Ja, aber wichtig für später, für den Fall, wenn wir mit David und Maya zusammen spielen oder so. Ja, weißt du Bescheid, ne? Also vielleicht kannst du ja sogar 0% ausschütten. Ja, ist so ein 10% Cut für David? Ich meine... Weiß ja, ich bin ready. Ja, mir wird noch hier Shit erklärt, so. Okay, warte mal, der Plan ist, go to Lester's Factory, get into the Kuruma, das war die koreanische Karre, die wir geklaut haben, enter the bank, take out the cameras, okay, und control the witnesses. Eigentlich ganz easy, oder? Perfekter Plan. Ja, eigentlich. Ist es bei dir eigentlich alles Deutsch oder ist es auch noch Englisch da? Deutsch. Okay, erst da. Deutsch gestellt. Ja gut, wir holen das Auto, wir machen die Kameras kaputt und ja, die Geiseln werden wir sozusagen Schach halten. Oh scheiße, die Anführerkosten sind tatsächlich ja gegeben. Ah, ja, pff, weggegangen. Warte mal. Sind sie? Guck mal, steht oben rechts. Oh, ja, stimmt. Ja, komm, mach 60 dann. Wollen ja nicht, dass hier Arm aus der ganzen Sache rauskommt, ne? Okay, wieso... Wie kann ich denn jetzt auf... tätigen? Guck mal, hier, fortfahren. Wieso steht unten rechts ein Timer? Ja, weil das vermutlich der Auto-Continue ist. Ah, so. Okay. What the? Kriegen wir schon wieder neue Klamotten? Offensichtlich! Pff, okay. Wow. Ich kann unser komplettes Outfit... Jawohl. Wow, kannst du unser Image mehr oder weniger festlegen? Kannst du auch die Masken festlegen? Die Maske muss dann wohl jeder für sich... Nee, Moment, Teammaskenstil kann ich auch festlegen, ja. Nein, wir sind auf jeden Fall die Businessmans, wenn wir da einbrechen. Das ist richtig schön mit Anzug. Du hast mir am Anfang schon die Lore von deinem Charakter erzählt, dass er sozusagen der Auftragskiller ist, der nur mit einer Silencer und Pistole spielt. Ja, dann für zum... Was passt zum Anzug? So eine Sonnenbrille eigentlich? Oder... Oh, das Monkey Suit! Ein Monkey Suit, ist doch klar. Ja. Das sieht doch mega cool aus. So wie mit so einer dicken Zigarre im Maul. Ja. Okay, bereit zum Spielen. Alles klar, let's go. Moment, ich bin der Bohrer und du bist der Fahrer offenbar. Das konnte ich gerade nicht mehr einstellen. Okay. Du musst jetzt noch auf Bereit klicken, damit es losgeht. Oh, warum ist denn der Ready-to-Play-Button mittendrin? Okay. Jetzt bin ich bereit. Schicke Anzüge. Wirklich schick. Ja. Bin mega fasziniert, was das Spiel alles bietet. Klamotten übrigens. Ja, lass mal. Komm, wir halten hier direkt Händchen, wenn wir starten. What the fuck?
Okay. Fahren wir mit zwei Karren los, ja? Ja, wir können ja mit zwei Karren fahren, dann laufen wir nicht so Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. Plus, wenn wir den Kuruma haben, müssen wir sowieso wechseln. Oh! Peter! Ja, kommst du auf einmal da rückwärts angefahren. War ein bisschen anders. Ein schnelles Wendemanöver. Okay, Peter, ich hab einen Unfall gebaut. Doch, Moment! Das ist das Problem, weil ich jetzt halt First-Person fahre. Ich dachte First-Person. Okay. Ja genau, ja, ich hab Mist gebaut. So. Die Leute im Stream haben mich nämlich instant gefragt, warum ich die ganze Zeit ein First-Person-Auto gefahren bin. Habe ich gesagt, ja, im Real Life kann ich mir das auch nicht aussuchen. Ja, dann will ich aber auch, dass du Auto in Arma immer in First-Person fährst. Habe ich mir sogar angewöhnt, hin und wieder für Story-Kram zu machen, aber irgendwann, naja, kennst halt ja in Arma. Naja, es hat halt einen Vorteil, wenn man seine Surroundings beobachten kann. Ja, richtig. Vor allem, wenn ich lange genug GTA spiele, ich saß in meinem Auto und habe auch immer so gedacht, meine Fresse, ist alles schon ganz schön nervig. Überall ist irgendwie die Sicht blockiert, man kann nicht mehr hinten gucken. Ja. Das ist schon praktisch, der Person sagen will. Entschuldigung. Kein Ding, Mensch. Kein Ding. Okay. Hey, willst du dann jetzt den Kuruma fahren? Okay. Ja, ich bin doch der Driver, ne? Ich muss ja fahren. Ja, richtig. Und den in First Person zu fahren? Ah, der ist ein bisschen unangenehm. Okay, passt schon. Oh mein Gott, der ist ja wirklich... Alter, du siehst ja gar nichts in First Person. Jetzt sind wir wieder in Arma. Gut, dass ich lange Arma gespielt habe, Peter. Ist ein bisschen wie Panzer fahren in Arma. Oh, du spielst wieder Tetris? Ja. Boah. Warte mal, Peter, das habe ich ja noch nie gesehen. Wenn ich bremse, ich schweiß Pelsen, dann gehst du sogar so nach vorne. Echt? Ja. Okay, okay, erstes geschafft. Oh Gott, wie geht das denn jetzt hier? So. Okay, verstehe. Kannst du kurz erklären, was du machst, weil ich glaube, ja dummerweise gar kein Bild. Also, man kann manuell starten, dass quasi so ein Punkt losgeht in eine Richtung und durch die Pfeiltasten kann man die Richtung dieses Punktes verändern. Und man muss diesen Punkt dann durch ein kleines Labyrinth fahren und darf keine Wände berühren. Man darf also mit dem Punkt nirgendwo hinkommen. Der Punkt geht die ganze Zeit in irgendeine Richtung, du kannst nur die Richtung bestimmen. Du kannst ihn aber nicht stoppen. Das sind diese Tetris-Kram da. Ja, genau. Hm, okay. Okay, jetzt hab ich gerade mega. Ich hab gerade First Person jetzt geguckt, shit. Okay, du musst die Kameras ausschalten. Mhm. Vier Kameras. What the fuck geht denn jetzt ab? So? Nee, alles cool. Okay. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, dieses Minispiel, was du dort spielst, wofür ist das überhaupt da? Um irgendwas zu hacken. Okay. Weiß ich aber nicht was. Ich habe dummerweise jetzt, da ich mich darauf so krass konzentriert habe, nicht so hundertprozentig mitbekommen, was jetzt gleich meine Aufgabe ist. Okay, also klar. Meine Aufgabe ist, ich soll reingehen, vier Kameras kaputt schießen, die irgendwo im Eingangsbereich sind, dann die Geiseln sozusagen kontrollieren. Das wäre meine Aufgabe. Deine aber Aufgabe, ich muss wahrscheinlich dann nach hinten durchgehen. Und genau, und deine Aufgabe ist der Driller und du musst sozusagen irgendwie nach hinten gehen und irgendwas aufdrillen. Ich glaube, dieses Fach, was wir aufmachen sollen. Ungefähr das ist es. Okay, 167. Okay, und... Und nachdem wir das gemacht haben, nachdem wir den Kram bekommen haben, sollen wir sofort, also sozusagen unverzüglich, wieder in die Karre reinspringen und losfahren. Okay. So, dann parken wir mal so richtig dekadent hier, ne? Ich glaube, du musst tatsächlich in dem gelben Ding parken. Okay. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Okay, ich benutze jetzt die App, um die Türen zu öffnen. Okay. Aktivieren, ja.
Aber welche Tür denn? Achso, die Vault Door. Ah. Here we go. Put on a mask if you haven't already and get inside. Geh drücken? Für die Maske? Ja, okay. Habe ich gemacht. Okay. Alles klar. Okay, let's go! Let's go! Scheiße, die ist irgendwie zu. Hey, hier ist okay, warte mal. Offen. You're, with, you're not in control. Stay on the crowd. Keep them under control while your partner's in the back. And don't kill any witnesses, okay? No bodies, not now. Du hältst sie jetzt im Schacht? Ja, genau, ich halte hier einen Schacht. Auf Boden! Weiß ich genau. Geht das irgendwie. Ich habe gehört, man soll irgendwie rumschreien können oder dann werde ich sauer. Ich werde so sauer! Geh auf Boden! Oh, ich bin so wütend! Runter! Alles klar, mach mal ein bisschen Krach. Oh, das war keine gute Idee. Ah doch, das ist schon okay. Alles klar, runter! Runter! Was machst du, Peter? Ich bohre! Und guck, ich bin nicht zu. Gut da drin! Der Bohrer kann heiß laufen, das ist ein total behindertes Minispiel, was man hier gerade machen muss. Auf Boden! Drei Geiseln habe ich hier, drei. Kannst du bitte da hinten endlich mal auf Boden gehen? Peter, ich verbrauchst du circa jede Munition hier, die ich habe. Ja, der macht mich ein bisschen fertig hier, dass ich so lange brauche angeblich. Peter, gib mir mehr Mühe! Oder die Geiseln sterben, Peter! Okay, ich hab's geschafft. Alles klar, super. Okay. Ich hab den Schiff jetzt gerade bei mir reingepackt. Oh shit! Okay, zurück zum Auto. Alles klar, let's go, let's go! Alles klar! Let's go! Der musste mitgenommen werden. Der Spasti, der kann mich auf uns schießen. Alles klar. Ja, okay, easy. Ich kann tatsächlich sogar schießen. Perfekt. Aber ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist. Ja, wir haben gepanzertes Fahrzeug. Und durchbrechen. Oh mein Gott, das ist befriedigend. Das ist richtig geflogen, ey. Und durchbrechen. Jawohl, da sind ja die geilen Schwachpunkte. Die geilen Schwachpunkte. So ist es und nicht anders. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal meine Position wechseln sollte oder ähnliches. Ne, so macht man das doch. Alles noch mal schön mitnehmen. Ja, du bist aber kein Fahrzeug. Ja, kriegst du sowieso nicht, weil du dabei bist, Peter. Du bist automatisch immer Platin. Oh mein Gott, der wird uns sofort abholen mit einem verkackten Heli. Links rum! Wo fährst du hin? Was? Warum? Aber ich. Ach so! Ach so! Peter, ich dachte, ich könnte die abhängen! Ja, ich glaube, der Heli da vorne, der holt uns ab. Echt? Aber ist das nicht Polizeiheli? Nee. Das war mein grandioser Plan eigentlich. Fahr unter den Cargo-Bob. Muss langsamer werden dafür? Wow! Alter! Oh mein Gott. Was sah jetzt für einen Moment so aus, als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Ja, das war so. Hey, Scheiße. Okay, ist das ja, egal. Als wenn irgendwie die Mission fehlgeschlagen wäre. Ja, aber richtig. Ich glaube, das ist sie nicht. Wow. Ganz schön viel Aufwand für einen Schließfach, ey. Ja, eben. Was, wenn wir jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Ehering umgehabt hätten oder so? Wegen der mehr Ehering und so. Say, past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad, but don't get clingy. Wow. Okay. Okay. Wir haben es geschafft. Alles klar. Guck mal. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich Platin bekommen? Wieso habe ich denn jetzt nur. Also ich habe jetzt 40% von den Dingen bekommen und ich habe den Platinum-Rang bekommen, wofür auch immer. Und wir haben Elite-Challenge bekommen. Niemand wurde umgebracht. Also keiner der Geiseln wurde umgebracht. Die Elite-Herausforderung haben wir leider nicht beendet. Haben wir nicht beendet? Nein, nicht erfolgreich. Was war Elite? Dass ich keinen Polizisten umbringe?
Noch ein paar andere Sachen. Fahrzeugschaden und so weiter, das ist gerade durchgelaufen. Das können wir sowieso vergessen dann. Wie viel hast du jetzt gekriegt? Ich habe 69.000 gekriegt. Ich habe 45.000, glaube ich, so im Dreh bekommen. Jawohl. Ja, schon noch ein schön bisschen Pisswasser saufen. Ja, Pisswasser ist das Beste, Mann. Eben, guck doch so, ey.